Die waren nicht bereit. Wir wollten die gerade. Ein wunderschön. Senior Wolters, ¿qué tal? Alles klar? Hey, Simakias, lass wir uns nochmal sehen. Wie geht's? Ja, geh ruhig, Digga. Geh. Hola. Wir sind halt hier gerade mitten im Stress. Wie kann ich dir helfen, Mann? Si. Ja, ich wollte nur einmal Hallo sagen, Senior Wolters. Seitdem Sie bei den Polizeidienst sind, haben Sie mich, glaube ich, vergessen. Kann das sein? Markus, bitte. Also ich schrei mal nicht nur, du kleine Bitchmann. Alles gut. Sie beruhigen sich jetzt doch erstmal, oder? Si. Klar. Okay. Wie läuft denn die Dienst? Gehören die alle zu euch, oder was? Nein, ich kenne die nicht. Keine Ahnung, wer die sind. Was soll das? Was machen die denn? Ich weiß es wirklich nicht. Wieso machen die Fotos von uns? Ja, verstehe ich auch nicht ganz. Ich glaube, vielleicht sind das Fanboys. Gut, alles gut. Ich glaube, es ist auch nicht so gut, wenn ich mich hier mit ihnen blicken sitzen lasse, weil hier sind sehr viele Leute. Ich glaube, wir müssen mal weiter, okay? Okay, auf Wiedersehen. Alles klar, bis dann. Good show. Enemy spotted. Hola, Big Mo. Hola. Die ist vergeben, Cousin. Hamza, halt mal deine Schnauze. Was heißt der Cousin, Mann? Was bist du eigentlich? Was bist du für ein Mischmasch? Sag mal. Du sagst Cousin, machst einen auf Shorty. Cousin, was bist du denn? Sag mal, bist du jetzt. Was ist Shorty? Was willst du jetzt von mir, Digga? Das ist Will Smith, Bruder. Kennst du dich, Will Smith? Bist du jetzt Cousin? Bist du eine Cousin-Nachmache jetzt? Oder bist du eine. Bist du eine Sosa-Nachmache? Sag mal. Eingang. Was für Nachmache? Sieht aus wie Will Smith und drehst wie ein Kanacke. Das kannst du dir ja nicht ausdenken, was für Leute hier sind, wirklich. Ach du Scheiße, ey, bitte. Also die Wurfelpark ist ja wirklich so eine ekelhafte Ort geworden. Und ich entferne mich hier auch wieder. Ja, besser so. Auf Wiedersehen. Ich freue mich, wenn die Vagos so endlich zu Ende ist. Ihr habt ja den neuen aktuellen Stand, glaube ich, noch nicht gesehen, Chat. Ich zeige euch den mal. Chat, haltet euch fest. Für diejenigen, die es noch nicht gesehen haben, ich zeige euch den aktuellen Stand. Let's go. Chat, so sieht die aktuelle Vagos-Hut aus. Noch nicht fertig. Aber, ich sag's euch ehrlich, bis jetzt, also das ist schon krass geworden, Digga. Vor allem, guckt euch das hier mal an. Guckt euch dieses, ey, diese ganzen Sprays und so, das ist zu krass. Das ist meine neue Hood. Das ist wirklich geisteskrank, Bro. Auch mit den ganzen, auch mit dieser Betonoptik und so, Digga, das ist wirklich geisteskrank. Ich habe hier, glaube ich, noch ein Bild. Guck mal hier. Auch krass. Guckt euch den Pool an. Auch aus Beton. Ich finde das mit dem Skatepark auch sehr, sehr nice. Da kann man zwischendurch einfach mal mit dem BMX da rumfahren, ein paar Stunts machen. Ist wirklich nice. Ich feiere es auf jeden Fall. Guck mal, das ist ganz, ganz anders, Bro. Das ist ganz, ganz anders. Guck mal, wie viel Platz du da drin hast. Schreibt eure Meinung zur neuen Vagos-Hut gerne in die Kommentare. Aber jetzt, wo du Musti sagst, ich muss mal schauen, ob Musti da ist, Bro. Der ist wirklich da. Hola, Musti. Ah, ja, hallo. Was machst du denn? Gar nichts, ich fahr einfach nur rum. Wo denn, wo bist du? MD. Okay, ich komme zu dir, MD, bis gleich. Oh. Kennst du eigentlich schon Musti Diesel? Nein, kenn ich nicht. Den musst du mal kennenlernen, auch einer meiner Leute. Oh, ach du Scheiße. Also das ist wirklich sensationell. Diese gottverdammten Versager, Mann. Ey. Ihr Loser, ihr verdammten Versager. Luis, hau dem eine Klatsche ins Gesicht. Sowas geht nicht. Sag mal, haben Sie keine Augen im Kopf oder was? Hast du verarschen? Keine Augen im Kopf, Amigo? Wie fährst du denn? Die fahren in den Gegenverkehr. Mit Einsatzsignal. Ja, woher soll ich das riechen? Trotzdem ist das deine Verantwortung. Vollidiot. Schauen Sie mal, wo wir stehen und schauen Sie mal, wo Sie stehen. Wollen Sie mich verarschen? Ich komme in Helps. Wir haben das Fahrzeug von Herrn Marquez angefahren. Hä? Hey? Hier sind vier Leute. Was bist du denn für ein Lutscher, dass du da gleich nach Dings suchst hier? Die haben keine Ahnung. Herr Marquez, nehmen Sie bitte die Hände eben hoch. Was warum denn? Was machen Sie da beim Fahrzeug? Ja, ich mochte ja mein Auto reparieren. Ihr habt mein Auto kaputt gemacht. Ich nehme eine Reparaturkasse und repariere mein Auto. Was ist los? Aber da dagegen, wenn ich Sie die suche, dann können Sie. Ich konnte doch mal nicht durcheinander reden, damit ich irgendwas verstehe. Was siehst du denn jetzt von meiner Eier? Da geht man einfach in den fremden Kofferraum, oder wie? Ja, man geht in einen Kofferraum, wo die Fahrer dafür zuständig ist, dass ein Riesenunfall gebaut wurde. Eigentlich sollten sie selber da sagen, wollen sie eine Reparaturkasten haben. Aber das funktioniert ja nicht bei ihnen. Fragen können. Wieso? So, Herr Marquez, drehen Sie sich bitte einmal um. Ey, wie sollte er denn fragen, wenn Sie ihn schon direkt dumm anmachen, Sir? Wollt ihr mich verarschen oder was, Mann? Herr Marquez, wir müssen überprüfen, was Sie jetzt aus dem Kofferraum genommen haben. Sollte es ein Reparaturkasten sein, können Sie den behalten und weiterfahren. Boah, der zielt sogar mit scharfer Waffe ihr direkt. Ihr Lutscher. Oh. Tschüss. Mit scharfer Waffe auf jemanden zielen. Sehr gut. Sehr gute Arbeit. Keine Eier haben die. Gut. Passt. Sie können weiterfahren. Voller Eierplan. Auf einmal, ne? Solche dreckigen Versager, wirklich. Ich war kurz davor, den einen abzuknallen, aber dann kamen schon drei weitere Streifen. Ja, ich sag dir ehrlich, eigentlich hätten die es verdient, dass man mal auf die schießt. Seh.
Ihr wollt den Sumusti fahren, oder? Siehst du DMD, glaubst du, glaub ich. Sieh, sieh. Meintest du? Der Arme, der wartet schon die ganze Zeit da. Hey, Digga, du hola! Was fährst du meinen Bruder an Amanakoi? Wie Amanakoi? Ey, runter von dem Fahrzeug. Runter von meinem Auto, so, bevor ich dich schlage. Ja, kommt einmal mit, Jungs. Ach so. Könnt ihr das Auto machen? Ja, richtig. Ich sag dazu nichts, also hier sind noch viele andere Menschen schon gesehen. Ja, dankeschön. Was machst du denn hier? Guck mal Twitter. Da stand, es war ja heute um 22 Uhr. Jungs, nix mit Party, das war ein Fehlalarm. Was ist das denn für eine Brille, die du da hast eigentlich, sag mal? Ich finde die geil. Aber willst du vielleicht Hallo sagen? Lange nicht mehr gehört? Kann man euch irgendwie weiterhelfen? Was willst du denn von meinen Eiern? Sag mal. Ja, ich frage ja, ob ihr was braucht. Hola, Kira, meine wunderschöne Prinzessin. Schön, dich mal wieder zu sehen. Hallo, Prinzessin. Ah, wen haben wir denn hier? Die Herr Olecke. Deine Kollegen sind draußen. Alles klar, guten Abend, Herr Marcus. Alles klar, meine Senor Olecke. Natürlich, alles gut. So schön, Sie mal wieder zu sehen. Oh, oh. Schön, Sie auch zu sehen. Sagen Sie, wann haben Sie denn mal wieder so eine Pause? Ich bin gerade eben in Dienst gekommen, ja. Die Kollegen warten noch immer, deswegen kann ich auch nicht immer lang telefonieren, weil dann sagen die, red nicht so viel, ich muss den funkeln, du weißt doch, die behandeln mich wie Charakter, ich bin ein Stück Scheiße. Ja, müssen Sie einmal schauen, dass Sie vielleicht eine Stunde oder eine halbe Stunde freinehmen. Mach ich, was haben Sie denn vor? Ja, ich würde gerne mit Ihnen über was sprechen. Kriegen wir bestimmt den Nermax, ja? Okay. Du kriegst Falten, wenn du dich aufregst. Passen Sie auf sich auf. Adios. Guck mal, ich muss mich aufregen. Zeig mal deine Stirn. Ei, ei, ei. Sieht da schon ein, zwei Fältchen kommen, ich sag gar nicht. Die ist glatt wie ein Babypopo, ich sag dir so, wie es ist. Naja, die ist vielleicht fettig, aber nicht glatt, naja. Was für fettig? Du musst mal mit Sandpeeling. Willst du jetzt sagen, dass meine Glatze nicht wunderschön ist? Nein, die ist nicht wunderschön. Okay, dann fahren wir einmal, vamos, bevor unser Auto geschrieben wird. Marquez. Wir wissen doch, dass Sie hier nicht stehen. Ja, genau. Ja, sie. Ich weg, wir sehen uns hier. Es interessiert mich aber nicht, Ihr Hund, oder? Okay, alles klar. Patron? Okay. Louis, steig doch mal ein, du verdammter Idiot. Also Viersitz-Update. Musti, steig doch mal aus. Hä? Was, warum wolltest du dann zu mir? Sag mal. Du kommst zu mir, um Hallo zu sagen, dann du lässt mich wieder. Ja, okay, Musti, pass auf dich auf, Mann. Ja, ciao. Du hast den Namen gefickt. Okay, Jungs, könnt ihr uns ganz kurz entschuldigen? Natürlich, natürlich. Natürlich, Blöde. Ich setz mich mal nach. Komm, wir gehen. Wir laufen eine Runde, Diesel. Okay. Dann erzähl mal. Ich hab mich mit ihr getroffen am Club 77 und mit Galina. Sie. Und wir haben uns einfach ein bisschen unterhalten und ich meinte dann, ich begleite euch noch nach Hause in den Mirror Park, weil sie ist ja vom Sombra-Kartell. Dann haben wir da ein bisschen geredet und dann meinte ich zu ihren Männern, die da standen, ich meinte so, ey, Jungs, schau mal, ich pack direkt aus und sag euch ehrlich. Hast du die Sombra-Kartell? Ja, Sombra-Kartell. Ich empfehle Diane und wir gehen jetzt auf ein Date, wenn sie möchte. Und wie soll ich sagen, sie ist mitgekommen und wir sind zum Staudamm hoch und wollten da runterspringen mit Fallschirm. Aber ich war ein bisschen aufgeregt und bin dann einfach runtergesprungen ohne Fallschirm. Ich wollte so imponieren und naja, ich warte hab mir... Warte mal, ihr seid Fallschirmspringen gegangen ohne Fallschirm. Ja, also wie soll ich das erklären? Es ist mir ein bisschen unangenehm, aber ich hab meinen Fallschirm vergessen anzuziehen und... Sie wollte mich dann wohl retten und ist auch ohne Fallschirm runtergesprungen und wir lagen dann da nebeneinander. Auf jeden Fall... Ja, hört sich nach einer prima Date. Ja, wirklich toll was. Ich habe mich in Grund und Boden geschämt, Tasty, und ich dachte, das war's, aber weißt du, was sie gesagt hat? Was denn? Das macht nichts, du gefällst mir. Ich möchte dich wiedersehen. Und dann meinte ich, komm, lass uns nochmal Fallschirm springen. Wir müssen auf das Pferd aufsitzen. Und naja, ich hab's geschafft, aber sie ist wieder auf den Boden aufgeknallt. Sie hat gestern zweimal ihr Blut gelassen für uns. Daisy, ich habe ihr gesagt, ich nenne dich ab heute nicht mehr Diane, ich nenne dich die eine. Und dann hat sie mich geküsst. Daisy, ich glaube, ich bin verliebt. Du hast Daisy. Dich statt Diane die eine genannt. Ja, ich glaube, das war ein guter Move, glaub mir. Und was hat sie gesagt? Sie musste lachen und hat mich geküsst. Sie hat dich geküsst? Ja. Dios mios. Und wir hatten beide noch nie ein Date in Los Santos, aber egal, so chaotisch wie es war, so schön war es auch. Ach, ich hab mich das erste Mal lebendig gefühlt, ohne dass ich einem Menschen eine Kniescheibe ausgeschossen hab, Tasty. Ich verspüre diesen Kick nur beim Kniescheiben rausschießen. Ey, du bist loco, Mann. Lass mal weitergehen. Ja, hey, ich schütte gerade mein Herz aus, du Wichser. Ach so, tut mir leid. Erzähl weiter. Tasty, ich hab mich lebendig gefühlt. Mein Herz, es hat mich erfreut, verstehst du? Hast du sie geleckt oder nicht? Ach du, krass, scheiß auf dich, Tasty. Ey, Diesel, für mich zählt nichts anderes, Mann. Diese Herzspiele, ach, die ist das. Was redest du denn da, Mann? Ich scheiß auf dich, Tasty. Ich dachte, wir sind eine Familie, aber scheinbar bin ich nur ein Leckbursche für dich. Nein, ich denke doch, wenn ich sage, hast du sie geleckt, dann nicht, Amigo. Das ist doch nicht einfach...
Diesel, mach doch nicht diese Filme. Nein, nein, ich brauche einen Moment für mich, Tasty. Diesel, komm mal her, Mann. Diesel. Ja. Schau mal, natürlich ist es auch in meinem Interesse, dass du die Dame kennenlernst, verstehst du? Aber du musst der Dame natürlich auch deine künstlerischen Fähigkeiten zeigen. Tasty, das ist nicht einfach nur eine Dame für mich, es ist die eine. Red nicht so über sie. Hast du verstanden? Ja, das ist wie wenn ich über Juanita so reden würde. So, kenne den einen auf halbe Stunde später. So ist meine Juanita, Tasty. Meine Juanita. Verstehst du das? Okay, da bin ich einmal gespannt. Also Diane ist eine harte Pflaster eigentlich. Na, Pflaster, was ich knallen werde. Jetzt willst du die doch knallen. Ich dachte, du willst deine Liebe. Ja, aber wenn ich das sage, ist das was anderes. Ja, und dann habe ich sie über den Tresen gebeugt und sie von hinten verladen natürlich. Geil, Mann. Mashallah, Bruder. Nichts anderes erwartet, Mann. Krass. Ja, Jungs, Luis, da kannst du noch was lernen, Amigo, davon. Ja, das stimmt wirklich. Ist Diane gerade da? Ja, ich glaube schon. Warte, sie hat mir gerade geschrieben. Warte. Hallo? Hola, Diane. Ja, hallo, JC. Alles klar bei dir? Was machst du denn gerade? Hey, hola, Diane. Ja, willst du mich verarschen oder was? Nichts Besonderes. Ich warte gerade auf eine Abholung. Was machst du so? Wer wollte dich denn ab, Diane, wenn ich fragen darf? Hey, Tasty, du willst... Ein Freund von mir. Ein Freund von dir? Ja, also ein Familienmitglied. Wie ein Freund von ihr? Wie heißt der Freund? Familienmitglied. Also Familienmitglied? Ja, also aus der Familie, in der ich bin. Welche Familie bist du? Sombra Cartel. Ah, okay. Ja, interessant. Wo holt er dich ab? Genau. Warum fragst du denn? Ah, nur so aus Interesse. Ich will ja nur wissen, wie es dir geht und so, weißt du? Ach, okay. Ja, ich bin in der Nähe von dem Richmond Hotel. Ah, okay. Bei der Garage da, meinst du? Mhm. Okay. Ja, da wo ich auch im Hotel schlafen gegangen bin, wahrscheinlich. Ja, gut. Perfekt. Okay, ja, ich muss dir noch eine schöne Abend, ja? Ja, das wünsche ich dir auch. Adios. Adios. Diesel, die hat da irgendeinen Tupen. Die trifft sie mit irgendeinem anderen Mann, Diesel. Ach wie, die trifft sich mit einem anderen Mann. Direkt bei die Richmond Hotel wartet sie, hat sie gesagt. Ja, da bin ich ja mit ihr schlafen gegangen, Tasty. Du hast mich ja auch da abgeholt. Hast du mit ihr in dieselbe Hotel geschlafen? Ja. In selbe Bett? Nein. Verdammt. Sie ist hier irgendwo. Hier irgendwo muss sie sein. Scheiß mal da drauf, das ist voll unangenehm. Fahr weg hier. Wie, das ist voll unangenehm? Du musst doch etwas machen vor deine Freundin, Mann. Du willst die doch heiraten oder nicht? Du willst doch wissen, ob die mit anderen Leuten was am Laufen hat. Mach mal langsam, wir hatten ein Date. Entspann dich. Ich bin noch nicht ready für das Ganze. Ob ich dir das abkaufe, das ist die andere Frage. Sie will den Joint von mir haben, doch ich frag sie, wie sie geht. Fader. Baby, bitte vergiss deine Sorgen, ich will, dass du auf mich...